Karin und Anna Karin. Ich möchte heute ein Experiment machen. Ich möchte versuchen, meinen Weihnachtsspaziergang an Heiligabend zu filmen. Ich lasse die Kamera, die sogenannte Actioncam, einfach mal mitlaufen. Und ich möchte euch auf den Spaziergang mitnehmen, euch ein paar andere Sachen zwischendurch zeigen. Und auch auf die Kritik an sozialen Sachen dieser Art eingehen. Seit etwa 5-6 Jahren gehe ich am Heiligabend zur Notschlafstelle der Drogenberatung, der hiesigen, und lief dort ohne Weihnachtsmannmütze und ohne Brust Aufhebens, 10 Geschenktaschen oder Geschenktüten ab und weil da bis zu 10 Plätze sind und eine Tüte natürlich auch für die Betreuer, die dort einen Dienst machen, Betreuerinnen und Betreuer. Ich versuche das heute mal mit so einer Ziehtasche. Ich hoffe, das funktioniert. Weil ich noch immer einiges getragen. Und ja. Wer wissen möchte, was da so drin ist, natürlich kann man zu jedem Teil auch wieder Einwände finden, aber es ist ungefähr in der Zusammenstellung immer ganz gut angekommen, dann habe ich zum Beispiel eine DVD, dann habe ich verpacktes Vollkorn, Leinsamen und ähnliches Brot, eine Kerze darf nicht fehlen, etwas Multivitaminsaft, dann kommt auch immer ein Comic-Heft hinzu. Und natürlich wichtig auch ein paar Socken. Nüsse in irgendeiner Form dürfen auch nicht fehlen. Erdnüsse und aber auch eine Handvoll zumindest zum Knacken. Ein paar Tempo-Taschentücher könnten natürlich auch andere sein. Softies, wie auch immer. Und ähnliche Dinge, zum Beispiel noch Kekse, Schokoladenkekse, ein Päckchen Plättchen, ja, und auch eine Packung preiswerte, aber Zigaretten, aber ohne Zusätze, immerhin. Einen roten Stern an der Jacke, ach nein, ein Weihnachtsstern, aus Films. Ein kleines Feuerzeug und natürlich auch noch so ein, zwei Handvoll Multivitamin-Bonbons und Hustenbonbons. Da sind noch ein paar mehr drin. Bei den Betreuern ist es relativ ähnlich, aber da sind zum Beispiel keine Socken drin. Dafür dann vielleicht zwei Mickey Mouse oder sowas in der Art. Ich mache das jetzt ungefähr seit 5-6 Jahren und ich sehe auch nicht, wie manche dann sagen, da muss man ein bisschen was Soziales und dann geht eher mit den, mit der Familie die ganz essen. Ich persönlich mache das nicht. Ich bin mein Leben lang Vegetarier, ich habe einen kleinen Weihnachtstraum und was ich heute zum Beispiel machen werde, ist zu versuchen, diesen Film zu schneiden, so wenig wie möglich, und noch hochzuladen. Und außerdem mache ich es nicht einmal im Jahr. Ich versuche auch zum Beispiel das Jahr über, nicht mal zusammen für die
schwerstbehinderten Einrichtungen und Pädre im Forschungsmarkt entziehen können, die dort sinnvoll verwendet werden. Manchmal schicken mir auch andere Menschen einige Sachen, die sie gesammelt haben. Das ist ganz prima. Vielen Dank dafür. Das darf man gerne tun. Oder man schickt einfach direkt. Das geht natürlich auch immer. Also das sind Dinge, die ich das ganze Jahr tue und einige andere auch. Einige andere Sachen. Und viele, die mich von Ferne zu kennen glauben und dann sagen, ja, du bist ja ein Selbstdarsteller und ein Profilneurotiker und diese Dinge, da kann ich nur sagen, kann sein, ihr habt recht. Das kann ich nicht verurteilen. Ich selber sehe das anders, aber ich kann mich irren. Ich mache es einfach, weil ich es für gut und für richtig halte, weil ich in meinem Leben auch schon Hilfen gebraucht habe und sie auch bekommen habe, sonst säße ich nicht mehr hier. Das ist diese Sache. Ich gehöre übrigens keiner Sekte, Kirche noch Partei an. Das ist vielleicht auch mal wichtig. Ich kooperiere aber gerne mit allen, die guten Willens sind. Ja, und manche sagen dann, ja, es gibt keinen Altruismus, du willst dich ja nur gut fühlen und dir selber auf die Schulter klopfen und dein schlechtes Gewissen beruhigen. Auch das mag sein. Ich halte es aber mit Jan Böhmermann, der ist vor Jahren wegen seinem Engagement in Afrika damals in einer Talkshow sehr bedrängt worden mit diesen Argumenten. Dann hat er irgendwann gesagt, ach wissen wir was, es ist einfach so, wenn jemand ja wirklich Hunger hat, wenn sie dem was zu essen nehmen, was denken sie, ist scheißegal, wem das ist, aufgrund welcher psychosozialen Situation sie ihm helfen. Ne? Und ich denke, da ist vielleicht was dran. So, ich versuche das jetzt mal wieder zu verpacken, um die Kreise zu ziehen und los zu marschieren. Ich will, wie gesagt, unterwegs noch versuchen, ein paar Sachen zu zeigen, die ich auch gut finde und gerne mache. Es gibt in diesem Jahr noch eine kleine Besonderheit von der 50 Cent Gruppe, eine wohltätige Gruppe, die es auf Facebook gibt, aber auch in einem Blog. Die habe ich mal gefunden. Da hat eine der Teilnehmerinnen dann außer der Reihe gesagt, sie möchte gerne noch 10 Euro, beziehungsweise 11 Euro, möchte sie gerne spenden noch. Und da waren die Taschen aber schon voll. Und ich weiß aber, die Drogenberatung, das liegt in, die brauchen dringend auch Geld für die Randkasse, für die Notkasse. Bürokratie ist manchmal nicht so furchtbar, rasend schnell, und manchmal braucht man
Ohne weiteres nicht mehr so ganz kontrollieren. So. Ja. Ich versuche es aber nachher im Schaufenster oder ähnlichem zu kontrollieren. Ja, ist jetzt spannend, weil so 11 Tüten, die tragen doch schon. Da kommt doch schon einiges zusammen. Das sollte man nicht immer mitnehmen, ne? Das sind so Visitenkarten von meinen Büchern. Ja, könnte auch alle irgendwie mit einem guten Zweck kombiniert zuweilen auch inhaltlich, ne? So, jetzt Sportspielspannung der Formlauf war mittelmäßig und es schleift. Vielleicht beim nicht so perfektes Dauerrauschen. So, ja, ich weiß nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe. Ich werde direkt in der Einrichtung oder direkt davor werde ich nicht filmen. Ich gehe da, wie gesagt, eben nicht hin, um mich da als netter Weihnachtsmann
feiern zu lassen oder sowas. Und ich möchte aber auch einen gewissen Zoo-Effekt vermeiden. Von Datenschutz mal ganz abgesehen. Also hoffe ich, dass ihr da nicht so sehr enttäuscht seid. Aber ein bisschen Schleichwerbung kann man ja machen, ne? Kann man sehen. Naturkost Schwarzwurzel. Das ist noch vom alten Schlag, kann ich nur empfehlen. Gute Sachen. Ludwigshafen hinterm Rathauscenter. Nur hin. Achso, ja, ich habe übrigens überall auch noch ein kleines Kärtchen rein. Nicht direkt. Also mit Weihnachtsmotiv, ja, aber ich habe da keine besinnlichen Worte reingeschrieben, großartig. Sondern nur ein kleines Smiley. Ein Lächeln eingefügt. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da durchkomme. Ob da überhaupt auf ist. Weil eigentlich müsste ich doch mal in den Geldautomat. In der 10 Euro, ne? Wie ist noch? Ja, ich glaube. Da ist. Ja gut, das sieht schlecht aus. Da ist übrigens. Hier tue ich immer ein bis zwei leere Flaschen rein, wenn ich die wegbringe. Gerade Menschen in der Nähe. Da kann ich dann jetzt nicht filmen. Also wie gesagt, es gibt hier leider keine Pfandringe. Daneben stellen möchte ich Plastikflaschen eigentlich auch nicht, weil die werden vielleicht weggekickt oder vom Wind. Aber man kommt gut dran. Ich stelle die dann immer so hinein, dass man die leicht entnehmen kann. Wegen dem Automat, Geldautomat, gibt es noch ein, zwei andere Möglichkeiten. Die werde ich dann möglichst nutzen. Und dann geht es erstmal weiter. Ob ich das mit dem Schleifen hier auf Dauer hinbekomme. Versuch mal was. Ich hoffe, es zerdrückt jetzt die anderen Sachen nicht. Oder fällt herunter. Das Kopfsteinpflaster ist natürlich jetzt nicht so eine geniale Idee. Machen wir immer einen kleinen Umweg. Das
rutscht jetzt die andere Tasche weg. Also ich wollte jetzt an diese Variante probieren, weil die Riemen der Taschen doch immer auf die Dauer ziemlich in die Schultern schneiden. Wie man sieht, hat es Vor- und Nachteile. Ich versuche immer mal die Kamera wegzudrehen, wenn Menschen in Sicht kommen, wegen dem Datenschutz. Eine Sache, wo wir vorhin waren, in der Nähe vom Rewe mit diesen Papierkörben, da kann man oben drauf ganz gut Münzen platzieren, in oder außerhalb vom Center. Ich lege da immer sehr gern, mein Kupfer kommt regelmäßig da oben drauf. Und dazu noch auch noch 10 oder 20 oder 50 Cent Stück. Das kann man dann, wer es dann findet, kann es mitnehmen. Und ich denke, manch einer kann auch leider so kleine Summen gebrauchen. In jedem Fall ist es vielleicht so eine kleine, ganz kleine, nette Freude, einfach mal so ein paar Münzen zu finden. Und selbst wenn es ein wohlhabender oder reicher Mensch ist, freut er sich vielleicht ein ganz klein wenig und ist dann selber vielleicht ein klein wenig freundlicher zu anderen. Das ist nur eine ganz kleine Welle von einem ganz kleinen winzigen Stein, den man in irgendeinen See oder Fluss wirft. Aber wenn es viele machen, können sich diese winzigen Wellen ja auch irgendwie an manchen Punkten vereinigen und mehr erreichen. Wie sagte schon der Meister Goethe, many small make a kind. Also viele kleine Dinge machen eine große. So einigermaßen rollt es jetzt. Los. Weiße Weihnachten haben wir nicht, aber es ist auch kein unangenehmer Wind, keine eisige Kälte und kein falscher Regen. All das wurde in den vergangenen Jahren ja manchmal auch schon geboten. Von daher beschwere ich mich nicht.
hoffe, dass mein Rollwagen durchhält. Wenn es ein wenig schleift, wird es dem Inhalt, denke ich, nicht schaden. Wie gesagt, ich wende den Kopf möglichst ab, wenn Menschen ins Blickfeld kommen, falls manche Kameraschwenks ein wenig seltsam oder unmotiviert erscheinen mögen. Hier nähern wir uns der wunderbaren Postbank. Und ihr passt jetzt alle schön auf, damit ihr meine Handnummer seht, wenn ich die eintippe. Ne? Das ist ja immer mal interessant. So, jetzt geht's weiter. Einen kleinen Umweg kann ich noch machen. Ja, aber nicht allzu groß ist. Das ist ein Weihnachtsbaum, aber ist nicht meiner. Und da ist das Licht. Lichttor, Lichttor. Kunst. Einige Menschen vor mir, aber nur von rückwärts erkennt man sie ja nicht.
die etwas unbelebtere Route. Dann muss ich den Kopf nicht immer so drehen. Schleift mal eine andere Tasche. Arbeitsteilung. Aber es geht voran. Ein Stück haben wir noch. Ich habe eine relativ große Speicherkarte und die Kamera energietechnisch so weit wie irgend möglich aufgeladen. All das ist aber natürlich keine Gewähr, dass sie sich nicht irgendwann einfach mal abmeldet. Dann haben wir aber doch einiges gehört und gesehen. Und ansonsten geht es einfach immer weiter. Mal, ich hoffe, dass ich die nächste Station noch schaffe. Ja, vielleicht kann ich euch davon einfach schon mal was erzählen. Da ungefähr 100, 150 Meter Luftlinie von mir wurde vor wenigen Jahren eine Notunterkunft für Flüchtlinge, also in dem Fall Männer, errichtet. Zweieinhalb große Zelte, relativ modern, aber eben Zelte und mit abgeteilten Bereichen, Etagenbetten und so weiter. Und wir haben damals, wurden dann etliche Arbeitskreise gebildet und koordiniert. Kann man da zum Beispiel Fahrräder, Fahrten, Spaziergang, Stadtspaziergang und ähnliches. Ich habe da mal einigen versucht mitzuhelfen. Ich bin aber nicht immer, ich bin manchmal ein etwas schwieriger Mensch und haben viele Meinungen, es hat nicht immer gleich optimal geklappt, aber schließlich haben wir hier in der städtischen Einrichtung Kulturzentrum das Haus, haben wir dann in dem neuen Café, Café ist nicht ganz richtig, also in der neuen Einrichtung Hausbrot, das in einen Teil von das Haus dann integriert wurde mit einem externen Pächter. Da gab es dann einen Arbeitskreis Café eben. Aber noch ein Wort zum Hausbrot. Das war auch nicht irgendjemand, sondern das gibt dort ausschließlich vegane und vegetarische Gerichte, die aber eben sehr gut sind und die
sehr gut sind. Und dieses in Ludwigshafen ist es auch ein ziemliches Novum, ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Es scheint noch zu klinkern. Und hier haben wir dann Welcome im Café Das Haus, Asyl. Da sind wir dann immer montags. Montags von 15 bis 17 Uhr. 15 bis 17 Uhr. Und Regenschirm wäre nicht nötig gewesen. Und versuchen da mit den Menschen, mit Flüchtlingen und Nichtflüchtlingen und auch übrigens in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe, Lebenshilfe, Behinderte und ihre Freunde, versuchen wir da uns zu begegnen, zu beraten. Und hier ist meistens mein Platz. Beraten, ganz konkret und auch informell. Ich habe mir einen kleinen preisgünstigen Farbdrucker und so eine Art QR-Gerät, also Mittelding zwischen Laptop und Tablet besorgt. Wir bekommen in der Zeit vom Hausboot netterweise das WLAN-Kennwort und dann können wir also auch direkt Bewerbungsschreiben machen, man kann direkt was einsehen vom Jobcenter, man kann eine Bewerbung schreiben, ich habe auch schon mal von hier aus direkt an die deutsche Botschaft in der Türkei, in der Hauptstadt, deutsche Botschaft in Istanbul ein E-Mail schicken können. Es ist einfach eine gute Sache, die hauptsächlichen Probleme entstehen beim Wechsel von vom Asyl, von der Asylsache zum Jobcenter, zum Beispiel mit der Zahlung der Miete, dann gibt es leider Buchungsprobleme. Ne? Dann jemand, der eine Wohnung sucht, hat es schwer, eine preisgünstige Wohnung, wie vom Jobcenter anerkannt, noch schwerer. Und wenn man dann auch noch Flüchtling ist, also das sind so Probleme. Davon ab ist aber die häufigste Frage, die ich gestellt bekomme, wo kann ich noch mehr Deutsch lernen, wo kann ich Deutsch reden, auch außerhalb vom Kurs. Und das versuchen wir ja hier, aber es ist halt nur einmal in der Woche am Montag. So, Achtung, bitte einmal kurz weghören. Achtung, Achtung, ich müsste mir mal die Nase schneuzern. So, danke für euer Verständnis. Vielleicht versuche ich auch, das rauszuschneiden. Und jetzt geht es aber weiter. Ein Stück haben wir schon noch vor uns, aber das war schon mal eine wichtige Station, die ich zeigen wollte. Und hier geradeaus das wunderbare, sehr schöne Arbeitsamt. Gegenüber ist dann das noch bessere, ausgezeichnete Jobcenter, in der das geradezu hervorragende Hartz IV ausgezahlt wird, auf Grundlage des SGB II. Oh, da sind alle Ampeln rot, ne? Da haben wir ein rotes Warnlicht. Da muss man stehen bleiben, da geht nichts mehr. Schlimm. Also ich meine natürlich die Ampel, ne? Das ist ja hoffentlich klar, ne?
Ich hier. Oh, oh, oh. Ja, ich darf mal runterfallen. So schlimm war es doch gar nicht, oder? So. Ja, ja. Jetzt geht's noch etwas schwerer. Oder verlassen mich die Kräfte. Immerhin kann ich mich auf den Rückweg freuen. Da ist mein Tasche leer. Da brauche ich dann auch keine Rentiere mehr, die ich ja ohnehin nicht habe, weil de facto habe ich keine Verwandten, de facto auch keine Freunde, so wie ich den Begriff definieren würde. Und ich habe auch keine Haustiere und keine Zimmerpflanzen. Der Grund für die letzten beiden Dinge ist, dass ich Tiere sehr mag und Pflanzen auch sehr mag. Pflanzen und Natur und Tiere. Und deshalb habe ich dann darauf verzichtet, auf Haustiere und Pflanzen. Ah, ne. Scheinbar. Jetzt halt noch ein bisschen durch, Jungs. Muss das, ja, jetzt ist wieder rot, hervorragend. Das habt ihr gut gemacht, ja. Meine Herren. Oh. Also ich muss es zugeben, wenn es wirklich gleich dazu auch noch sehr kalt war und regnerisch und so. Ich habe die Sachen auch schon mit dem Taxi runtergebracht, ne? Aber das schien mir heute nicht gerechtfertigt. Und ein bisschen körperliche Bewegung soll ja gesund sein. So. Frische Luft, da atmet man dann auch tiefer ein, die frische Luft der Stadt, aber immerhin Luft. Bordstein, eine Falle. Und sei er noch so. Und sei er noch so flach, ne? Ja, ich habe mir gedacht, dass ich euch unterwegs die Dinge erzähle, die ich bis jetzt erzählt habe. Und habe gedacht, dass bis dahin die Zeit deutlich rum wäre. Wie ich feststelle, ist das aber nicht der Fall, weil ein Stück haben wir immer noch. Ich habe schon erwähnt, dass ich morgen Geburtstag habe. Packe ich ja immer die Briefmarken für Peter zusammen. Wer mir. So. Wer mir da
zum Geburtstag oder nachträglich einen Gefallen tun möchte oder quasi etwas schenken, ein neues Geräusch. Der kann zum Beispiel gern eins meiner Bücher kaufen, von dem neuen Buch Alles, Alles, Großschrift, Ausrufezeichen. Das ist in gedruckter Form, DIN A4, Hardcover, umlaufendes, farbiges Titelbild, 125 Seiten und etliche Illustrationen, ist leider sehr teuer, 22,99 €, fast 23 Euro, macht aber was her und 1 Euro geht an die wohltätige 50 Cent Gruppe. Dafür habe ich aber das E-Book davon so preiswert wie irgend möglich gemacht. Und zwar 1,99 €. Und dann kann ich auch wirklich nur noch 50 Cent für die 50 Cent Gruppe geben, weil das Minus sonst zu groß wird. So, wie weit sind wir jetzt? Das oft gar nicht auf Anhieb, weil die Seitenstraßen sehen für mich recht ähnlich aus. Au! Ach. Ja. Also nächstes Jahr so und viele. Vielleicht nochmal ein weiteres. Vielleicht eine Sackkarre oder so. Aber ich mache das jetzt mal so, liebe Amatarinnen und Amatare, wir sind nicht mehr sehr weit entfernt. Suchen muss bei den ähnlichen Seitenstraßen, sind wir nicht sehr weit entfernt. Und ich verabschiede mich dann vorläufig und wenn es geht, mache ich gleich noch mal ein kurzes Schlusswort, wenn ich fertig bin. Und wenn nicht, dann mache ich allen alles Gute. Nehmt lang und in Frieden. Danke. Vielleicht hört man ja auch, was ich sage. Wie man sieht, sehr genügend Zeit und verschenkt. Mir ist hinterher erleichtert. Und hat alles sehr gut geklappt und alles abgeliefert. Und